Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Farming Week. Schön, dass ihr wieder da seid. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Leute. Gute Nachricht ist, wir haben den dritten. Wir stehen auf dem Feld. Und ihr seht, da ging was, ne? Schlechte Nachricht für euch war die letzten Tage. Ich hatte so wenig Zeit, erkläre ich jetzt mal ganz kurz nochmal auf. Wollte mit euch noch Videos drehen, wo wir auf dem Acker unterwegs sind, wo wir uns das halt nochmal angucken. Das werden wir jetzt wahrscheinlich vom Drescher dann mal schnell machen, ne? Oder nächsten Tag, wenn es regnet. Umzug bei meiner Mama war. Ich habe ja irgendwie in dem vorletzten Video so erzählt, ne? Papa geht's nicht gut, Haus wird verkauft, haben wir vielleicht auch einen Käufer und ganz, ganz viel IKEA-Muster aufgebaut, weil meine Mama ist letztes Wochenende umgezogen. Das war so, dass ich irgendwie Lampen noch reingequetscht gekriegt habe, das Video, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt oder ob es noch kommt. Max ist da gerade am Schneiden, ich habe das gestern hochgeladen. Keine Zeit dafür. Tut mir leid, Leute. Gute Nachricht ist, wir sind in der Ernte. Gute Nachricht, erste Feld, das ist der zweite mittlerweile, ersten 10 Hektar, waren ertragstechnisch gar nicht so schlecht. Ich sag mal so von 6 Tonnen bis 9 Tonnen, Mittelmaß so 6,5, 7 würde ich sagen, waren es. Ganz gut, die Fläche hier ein bisschen schlechter. Hier vorne ist uns auch wohl das Pflanzenschutzmittel ausgegangen. Ich hoffe, innen drin wird das besser. Ganz hinten ist noch ein dicker Streifen Kornblume. Ich glaube, da ging die Spritze auch nicht so ganz. Aber ansonsten, also hier vorne hatte ich jetzt um die 4 Tonnen, leider nur 4,5, 5. Hier in den Streifen von dem Nest, sag ich mal, was da noch steht, ich hoffe, man kann das sehen, da waren wir schon Richtung 6,5 wieder. Ist okay, dafür, dass die Gerste einfach 2 Monate keinen Regen bekommen hat, ist das, denke ich, ganz okay, ne? Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal dafür, dass der Wind wieder zu hören sein wird. Sau windig die Tage. Gestern auch noch Regen, immer wieder Regen, immer wieder Regen. Gestern 15,9, heute 14,5 getroffen. Also heute ist trocken, ne? Aber ich habe, genau, was ich noch sagen wollte, ich habe neue Mikrofone bestellt, die sollten eigentlich heute da sein, kommen aber höchstwahrscheinlich morgen. Dann mache ich wieder mit Ansteckmikros und wenn das windig ist, ist da so eine tote Katze, nennt man da, zum Puschel dran, dann ist der Wind nicht mehr zu hören. Deswegen verstecke ich mich hier so ein bisschen hinter den Wägern. Ich hoffe, ihr habt es vermisst, ne? 870er lebt noch, unsere schönen DK280, auch im Landwirtschaftssimulator dabei. Ja, schlechte Nachricht. Ich habe jetzt so 10, 12 Hektar auf der Uhr. Der Karren steht. Ach so, noch eine gute Nachricht. Fendt hat schwarzes Dach. Können wir uns gleich mal angucken. Karren steht und zwar eine riesen Qualmwolke hinter mir gerade. Letzte Bahn hier vorne von dem Block gewesen. Wollten abbunkern. Der Keilriemen, wir können ja mal hinlaufen. Der Keilriemen zum Abbunkern, den hat zerlegt. Der hat gestunkener Gummi. Können wir mal gucken gehen. Jetzt sind wir gerade am klären, ob noch irgendwie ein Keilriemen bei der Brandenburger Landtechnik hier bei mir um eine Ecke liegt. Andere Lager ist in Wittstock. Dann ist heute Feierabend. Das Problem ist, ich zeige euch das mal. Dadurch, also der geht schon noch. Also ich denke, für heute wird er noch gehen. Aber wenn der Last bekommt jetzt hier, fängt der an zu wackeln wie ein Fuchsschwanz. Ne? Das heißt, wir könnten irgendwie noch weiter dreschen. Und immer wenn wir abbunkern müssen, muss ich Gas runternehmen, stehen bleiben und dann ganz, ganz langsam. Weiß ich nicht, ob das der Bringer ist. Problem ist, morgen soll es schon wieder regnen. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir aber auch jetzt einen Keilriemen ran. Sind gerade noch dabei. Der Grund war, da war wohl irgendwie ein Blech verbogen. Ich weiß gar nicht, wo der dran war. Hier irgendwo, ich glaube hier. Und da hat der geschliffen und gequalmt. Ich habe Jens schon Sprüche gegeben. Schickst du Jens zur Winterwartung? Spaß jetzt, weil du das hier siehst. Dafür kannst du nichts, ne? Ja, ansonsten läuft das ganz gut. Piekt schon wieder. Im Nacken wie Sau die Gerste, ne? Nicht vermisst. Insgesamt 186 Hektar Gerste dieses Jahr. Ich hatte ein bisschen auf die Gerste gesetzt, weil die letzten trockenen Jahre ein bisschen besser aus dem Winter gekommen ist. Ich muss sagen, roundabout steht die Gerste im Gegensatz zum Roggen und Weizen mit am schlechtesten da. Wir haben auch verbrannte Nester halt im Roggen oder im Weizen. Aber Gerste, ja, könnte schicker, ne? Wenn wir überlegen, letztes Jahr haben wir trotzdem noch irgendwie auf dem besten Schlag noch 9 Tonnen runtergeholt. Vorfrucht Raps hatten wir jetzt hier nicht. Ist wie das. Werden wir mal schauen, was das noch bringt. Wir nehmen gerade aber auch die schlechteren Felder weg und kommen noch in bessere Gerstenfelder. Vielleicht, ich sag mal so, selbst für den wenigen Regen, 6,5 Tonnen, 7 Tonnen, 8 Tonnen, was war schon, ist schon okay. Das ist meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, einige von euch haben noch weniger bekommen. Ne? Ja, gestern den Fendt, jetzt wird es windig, Leute. Gestern den Fendt abgeholt. Der war noch mal drüben, der hat nämlich seinen 50-Stunden-Service. Fendt hat wohl einen 50-Stunden-Service, den hat er bekommen. Und dann habe ich meinen Kumpel Patrick angerufen. Patrick foliert, der hat leider keinen Social Media, sonst würde ich das verlinken. Vielleicht fotografieren, mal gucken. Er sagt, er hat so viel zu tun, wenn ich noch Social Media machen würde. Der hat immer richtig geil, von Ferrari, Carbon bis AMG, Urus,
Guck mal, das haben sie das Blech gedremmelt. Hat er da eigentlich alles, aber er hatte noch nie einen Traktor da. Dach ist schwarz. Fendt war ja von Anfang an schwarze Felgen, schwarzer Fendt. Das Problem ist, sie werden trotzdem mit weißem Dach ausgeliefert. Und da sage ich mal dickes Dankeschön an die Agravis Brandenburg. An die geht nämlich die Rechnung. Ich muss das nicht bezahlen. Der Fendt ist ja eigentlich nur ein Jahr. Mal gucken, was man noch machen kann. Aber eigentlich ist er ja nur ein Jahr gemietet für 600 Stunden. Die haben gesagt, komm, für die Drohnenaufnahmen, die wir noch machen werden in der Ernte und auch nach der Ernte zum Boden bearbeiten. Sieht das natürlich geiler aus mit schwarzem Dach, ne? Gestern foliert frisch. Ach, ja, soll ich sagen. Blech rein. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich freue mich, also ich hoffe, dass ihr euch freut, dass das losgeht. Und wir werden einfach mal schauen, wie das läuft, diese Ernte. An sich bin ich da recht zuversichtlich. Bis später. Moin Leute, der Tag danach. Ich muss mich mal kurz korrigieren. Letzte Video habe ich glaube ich gesagt, der dritte. Ich habe meine Uhr falsch gestellt gehabt. Die war auf dem dritten, aber eigentlich war der vierte. Wir haben es heute den fünften. Kein guter Erntestart, Leute. Wirklich überhaupt nicht. Da hinten wird gleich schöner geschraubt. Wir gehen auch gleich nochmal hin. Zum einen wird der Riemen getauscht. Ihr seht auch, es hat geregnet, ne? War jetzt nicht viel, vielleicht ein Liter oder so, aber stoppt uns, da wir ja gestern eh die ganze Zeit an der 14,5, 14,6 feuchte Marke waren, heißt das jetzt erstmal Päuschen. Was aber ganz gut ist, wir müssen den Riemen wechseln und noch viel schlimmer, die ganzen, nicht die ganzen, aber eine gute Stange Häckslermesser hat es hinten zerschossen. Ich zeige euch das gleich. Wir gehen da gleich rein und müssen da tauschen. Wir haben wahrscheinlich den Übeltäter gefunden. Wir dachten erst, vielleicht hat es einen Ehrenheber erwischt, dass der ja irgendwie doch abgegangen ist und einmal durchmarschiert ist. Dachte ich mir aber, hätte es gehört. Ich habe nichts gehört, was nach hinten ist. Jens hatte dann nur gehupt. Das hat sie angehört. Ja, weiß nicht, wie so eine Drehorgel, wo nur Metall drin ist. Da ist halt Metall und ich zeige euch gleich wahrscheinlich, was es war. In diesem Häcksler drin gewesen und immer wieder raufgefallen, deswegen hat es sehr viele Messer erwischt. Können wir nicht ändern. Schaden, wahrscheinlich war er es hier. Müssen wir mal gucken hier. Zack, diese Multifinger. Warte mal, wo haben wir denn einen, der rausguckt? Da. Da ist mal einer. Warte mal, ich halte den mal rein. Und der ist hier, wie ihr sehen könnt, der ist raus. Und der wird sich, deswegen werde ich es auch nicht gehört haben, wahrscheinlich in diesem, hier ist ja alles voll in dem Moment mit Stroh, mit Material, mit nach hinten bewegt haben. Selbst als das hinten im Häcksler war, habe ich es nur durchs Hupen gehört, dass ich angehalten habe, weil dieser Dröscher davor einfach so laut ist, dass man das nicht hört. Ne? Ja, scheiße, kein guter Erntestart. Gestern, ich weiß ja gar nicht, ob ich im letzten Video erzählt habe, wenn ich nochmal, erste Bahn, Vorgewende, Klamotte drinne, genau im Vorgewende, wirklich auf den letzten Meter. Vorne zwei Einzugsleisten kaputt, dann der Riemen und jetzt auch noch die gestern zerschossen. 38 Hektar. Und der halbe Koffer ist kaputt. Kannst du dir nicht ausmalen. Ernte 23, ne? Wir werden uns mal reinschwingen. Ich nehme euch mal kurz mit, nochmal Akku tauschen und dann gucken wir uns den Schaden mal an. Bis gleich. So, Freunde, hinten im Arsch vom Mähdrescher. Und da haben wir den Häcksler, ne? Da hinten sind die Gegenmesser, da müssen wir auch einige tauschen, oder? War da irgendwas? Ja, zwei auch. Zwei, glaube ich, waren es. Aber hier ist ein bisschen doller der Schaden. Die linke Seite, na gut, hier tauschen wir noch ein paar aus, ne? Gehen fast noch ein paar. Die hier sind auf jeden Fall noch in Ordnung. Aber wenn wir hier nach rechts rüber gucken, zeig mal bitte ein. Ich denke, man sieht das, ne? Und das geht weiter hier eigentlich bei allen, wenn man hier so lang guckt. Da wird wahrscheinlich dieser Finger, den ich euch eben gezeigt habe, der wird hier richtig Tango getanzt haben hier hinten drin. Bevor der irgendwie dann rausgeflogen ist, ist der hier nochmal überall gegengesprungen, ne? Ich denke, das sieht auch ziemlich neu aus. Hier ist halt richtig Wucht drin, ne? Also das, ja, können wir nicht ändern. Wir wechseln jetzt die Messer durch. Hier liegen ein paar Pakete. Mal schauen, wie viele sind. Wir zählen mit. Und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, nochmal ganz kurz. Jens hat was gefunden. Da seht ihr mal, das war auch das, weswegen das hinten dann geklackert hat. Ich glaube, da sieht man ganz gut, den hat es komplett zerfetzt und der wird dort geklackert haben, weil die, die hier einfach nur, warte, wo haben wir es hier, hier, jetzt haben wir sie schon durchgetauscht, die, die nur hinten ein Loch haben, die klackern natürlich nicht, ne? Aber wenn natürlich das so verbogen ist, dann bleibt das hier schleifen und dann hört man das auch vom Fendt, ne? Hast du das ganz gut gehört. Ja. Wenn du mal jetzt hier reinguckst, dann siehst du die Gegenschneide dazu. Ah, die ist komplett. Die ist völlig zerfetzt, auch also mit zerfetzt. Ja, ich glaube, die Kamera. Sieht man, naja, kriegt den nicht auf. Nee.
Moin Leute, 6. Juli. Mittlerweile kriegen wir es hin mit dem Datum. Das sieht immer noch fast so aus, wie, ich weiß ja gar nicht. Nee, gestern stand das Schneidwerk da. Alles doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Da der Multifinger, den tauschen wir gleich auf dem Acker. Gestern kam, na, viel Regen nicht, aber stürmisch, und da kam eine Husche runter. Ein richtiges Ding. Einmal hier gestürmt, das war alles verwirbelt. Drescher saudreckig, den habe ich nochmal sogar mit Wasser sauber gemacht, weil das sah wirklich wild aus, das Ding. Das sah aus, als wäre ich damit eine ganze Ernte durchgefahren. Konnte ich euch nicht antun, ne? Dieses Video schaffen wir keine Drohne, aber im nächsten Mal ein bisschen Drohne machen. Dass wir ja auch den schönen Hecht hier ein bisschen weiter beobachten können, ne? Dach ist ja foliert, Dach ist schwarz jetzt. Das Ding ist komplett schwarz, ohne Chrom, wie ich am hübschesten finde. Ich weiß nicht, das ist natürlich Geschmackssache, aber wenn der Auspuff und so und das alles noch Chrom ist, ey, das sieht immer aus wie Billig-Tuning. Geschmackssache. gestern ging es nicht mehr raus, wie gesagt, hat nochmal geregnet. Die Schneise hat genau uns erwischt. Nachbarlandwirte konnten dröschen. Einmal schwarz, komplett hier rüber, übers Umspannwerk hinten gezogen. Genau da, wo ich meine Gerstenflächen habe, hinten am Wald, wo ich meine Gerstenflächen habe, hat er sich gestern erledigt. Wir waren ja vorgestern so immer mit 14,5, 14,8 haben wir sogar getroffen. immer an der Grenze von der Feuchtigkeit. Ne? 14,5 ist ja so die magische Grenze. Alles darüber bekommen wir Abzüge. Trocknungskosten müssen wir bezahlen, alles was da drunter ist, letztes Jahr war es aber sehr trocken, ne? Dann hat das irgendwann auch kein Gewicht, da fehlt das Wasser, das ist, ja, hört den nächsten Podcast, der ist jetzt schon raus wahrscheinlich, wenn das Video kommt, da haben wir mal zusammengerechnet, dass das mal schnell 50 Tonnen ausmachen kann, wenn das zu wenig Gewicht hat. Ne? Zum Dröscher ging gestern doch länger, auch von der Brandenburger Landtechnik noch, das war nicht nur der Riemen, der getauscht werden musste, sondern der Grund war letztendlich, dass da was gebrochen war, dass da eine Umlenkrolle den Riemen runtergeworfen hat, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, und somit das alles für den Arsch war. Es musste auch noch was ausgebohrt werden, es musste ein ganzer Halter, da musste einiges getauscht werden gestern. Hier war ja ziemlich viel ab hinter der Verkleidung, sollte jetzt aber auch funktionieren. Häckslermesser hatten wir ja gestern gemacht, habe ich euch ja gezeigt, ne? Auch soweit gut durchgelaufen, der Kumpel, sollte erstmal auch alles funktionieren. Hier haben wir ja drauf gesessen. Ne? Hier ist die Klappe, die wir jetzt wieder davor gemacht haben. Sollte gehen. Getankt ist der Kumpel hier. 1000 Liter haben wir drin. Und wir hoffen einfach, dass das heute ja, ein bisschen entspannter wird. Als ich kann das Video, ich nenne das Video Pleiten, Pech und Pannen aus Ende. Nicht Erntestart 23. Ich bin einfach mal so frech, nenne das nächste Video, wenn wir da drinnen sitzen, wenn wir ein bisschen um ein paar Zahlen sehen, wenn wir Drohne haben, was wir im nächsten Video machen. Ich werde das nämlich hier beenden, dieses Pleiten, Pech und Pannen Video. Dann nennen wir das einfach Erntestart. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer.